Liebe ist der richtige Weg der jungen Christi. Für die Liebe und die Liebenden nehmen wir auch Leid auf uns. Jesus lädt uns heute dazu ein, in dieser Liebe zu bleiben. Ja, mit viel Liebe dürfen wir diese Andacht beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Evangelist Johannes wiederholt gerne Worte und Formulierungen in seinem Evangelium. Das lesen wir gleich zu Beginn. Im Anfang war das Wort. Oder wenn er vom Weinstock und den Reben oder auch von der Liebe im 15. Kapitel spricht. Auch heute, als Jesus von seiner Herrlichkeit sprach, hörten wir es wieder. Aber der Kontext war nicht unbedingt etwas Herrliches. Jesus sprach über seine Herrlichkeit, als er vor seinem Leiden und Sterben stand. Wie bitte sollen wir das verstehen? Leiden als Herrlichkeit? Leiden als wunderbar? Die Frage ist, was bedeutet für uns Herrlichkeit? Oder was ist herrlich? Geld? Schönes Leben? Passendes Wetter? Urlaub? Leben feiern? Ja, das alles nennen wir schön und wunderbar. Nicht das Leiden und Sterben. So denken wir, aber es muss nicht immer so sein. Neulich habe ich von einem Film, der sehr erfolgreich wurde, gehört. Es war ein Superhero-Film, ein Film voller Gewalt und Morden. Filme, die zu dem Genre Western oder Zombies gehören, sind auch nicht weniger grausam oder gruselig. Aber die Frage nach Gerechtigkeit, der Kampf zwischen Gut und Bösem, ist auch ein Thema in vielen solchen Filmen. Aber in dem Film, den ich mit viel Mühe bis zum Ende geschaut habe, war der Hauptdarsteller zu sehen, der, um berühmt und reich zu werden, den Weg der Gewalt gewählt hat. Mein Geschmack war das nun wirklich nicht. Trotzdem, und das ist erstaunlich und interessant, finden viele so etwas gut. Der Film hat mittlerweile einen zweiten Teil, der sich auch sehr erfolgreich verkauft. Leid und Tod der anderen als Weg zur Herrlichkeit in Kauf zu nehmen, wie man in diesem Film sieht und glorifiziert, konnte und kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht aufgrund meiner christlichen Prägung. Aber gleichzeitig merken wir, dass so etwas auch ein Weg zum herrlichen Leben für viele ist. Deshalb gibt es sehr viel Kriminalität, Krieg und Ungerechtigkeit auch in der heutigen Zeit. Genau hier steht Jesus mit seinem Kontrastprogramm. Für Jesus ist sein eigenes Leiden der Weg zur Herrlichkeit, nicht das Leid der anderen. Er wollte genau das Gegenteil. Mit seinem Leben und Sterben und Auferstehung wollte er Menschen davon befreien und retten. Vielleicht ist Jesus aus diesem Grund nicht der Held für die Masen, die die eigene Herrlichkeit mit allen Mitteln suchen. Nicht nur Jesus sagt uns, dass man für die Herrlichkeit oder für den Erfolg sehr hart kämpfen muss. Das werden uns die Sportler bestätigen, die sich auf einen besonderen Wettkampf einlassen und vorbereiten. Auch die Familien, die in dieser Zeit aus der Ukraine auf der Flucht sind, könnten uns das bestätigen. Und das singen wir auch in einem Kirchenlied.
Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone des ewigen Lebens nicht davon. Sieger sein um jeden Preis, ohne Moral, ohne Gewissensbisse. Nein, das ist nicht der Weg Gottes. Herrlichkeit heißt nicht ein herrliches, egoistisches Leben führen. Es ist Freude, echte, bleibende Freude. Jesus zeigt uns den Weg dahin. Johannes sagt uns das durch sein stetes Wiederholen. Meine Lieben, fragen wir uns, was heißt Herrlichkeit für mich? Was gibt mir Freude? Was gibt mir Erfüllung im Leben? Wir wollen beten. Gott des Lebens, Gott der Freude, gib mir die Kraft deines Geistes. Gib mir die Freude deiner Botschaft und zeig mir den richtigen Weg. Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.